Damit herzlich willkommen zurück zum Football Manager 2018, 25. Part hier am Montag, dem 15. Januar. Und hoffentlich die Folge, wo wir dann die Wende so ein bisschen einleiten, klingt natürlich hart, aber ich bin aktuell mit den Ergebnissen nicht zufrieden und mit dem Spiel auch nicht mehr so ganz. Es wird irgendwie jedes Spiel schlechter, wir vergeben ständig Führungen, das ist... Nachdem sie komfortabel in Führung lagen, müssen sie enttäuscht darüber sein, dass aus diesem Spiel nur ein Unentschieden mitnehmen konnten. Ja, ich bin jetzt auch so, dass ich sage, ich nehme das Team nicht mehr in Schutz. Ich bin enttäuscht. Es muss unglaublich frustrierend sein, dass sie ihre Mannschaft immer wieder einen Vorsprung aus der Hand geben. Es muss unglaublich frustrierend sein, ihre Mannschaft wieder einen Vorsprung aus der Hand geben zu sehen. Finden Sie nicht, dass dies ein besorgniserregender Trend geworden ist? Ja, ich sag da jetzt auch mal, es ist unsagbar frustrierend. Wir müssen lernen, Spiele nach Hause zu bringen. Anders kommen wir nicht weiter. Der dramatische Ausgleichstreffer von Schmied muss für sie wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Wie wird dies ihr Team beeinflussen? Da sagen wir, wir werden daraus lernen und hoffentlich nicht nochmal so einen Ausgleich hinnehmen müssen, so einen Rückschlag. Hoffe ich jedenfalls. Weil viel schlechter als Wolfsburg, Augsburg, die 17. waren, wird es jetzt nicht mehr kommen. Da gibt die Tabelle nicht mehr so viel Spielraum her. Aber wir müssen trotzdem nach vorne schauen. Es ist nicht alles so schlecht, aber ich will jetzt einfach mal gucken, wenn ich Druck auf meine Mannschaft übe, die natürlich viel rotiert, die viele junge Spieler beinhaltet, aber trotzdem müssen wir mal so eine Führung, die wir uns erarbeiten, über die Bühne bringen. Da haben wir schon recht. Also, das müssen die Spieler abstellen. Sonst werde ich mal fuchsteufelswild, ey. In der Tabelle sind wir immer noch 7. Von uns erwartet keiner, dass wir wieder international dabei sind. Ich will es natürlich sein, aber es wird unheimlich schwer, weil die ganzen schweren Gegner wie Dortmund, Wolfsburg kommt jetzt noch, Leverkusen kommt noch, RB Leipzig kommt noch, Bayern kommt noch, also, ne? Andere Ergebnisse: Freiburg gewinnt gegen Mainz 1:0, Hannover gewinnt 2:0 gegen Dortmund, Hoffenheim gewinnt 3:1 gegen Stuttgart. Köln verliert 0:4 gegen den Tabellenführer Hamburg. Völlig verkehrte Welt. Warum ist denn Hamburg hier Tabellenführer, ey? Und Wolfsburg gewinnt 3:0 gegen Bremen. Die Bayern schlagen Leipzig 3:1. Also auch hier hat Leipzig keinerlei Chance gegen Bayern. Und hier Fakti kritisiert nach vergebener Führung die Spieler. Und dann mache ich jetzt auch erstmal rigoros weiter. Die Schonfrist ist vorbei. Die Spieler müssen jetzt mal liefern. Habe ich ja gerade schon ausführlich erklärt. Wir fahren fort. War, glaube ich, keine wichtige News, oder? Nachanalyse Plattenhardt gut. Raum für Verbesserung beim Einwechselspieler. Nee, ausgewechselt worden. Das ist natürlich schlecht. Stimmt, der Duda kam ja dann und hat ein bisschen Wirbel gemacht. Ich will jetzt gerade noch mal probieren, wo war denn das Taktik? Bin ich gerade mal kurz am Gucken. Da haben wir noch keine Antwort, ne? Sportdirektor. Transferziele ist hier keiner. Liste auch nicht. Und Talentliste auch nicht.
bin jetzt mal gespannt. Ich habe jetzt einfach mal die Vertragsverlängerung von Weise abgegeben. Ich hoffe, damit macht ihr nicht alle Vertragsverlängerung. Ich gucke gleich aber nochmal rein. Mitchell Weiser mit Hertha in Vertragsverhandlungen, das ist gut. Hoffen wir mal, dass er nicht allzu viele Klauseln da reinbekommt. Deswegen will ich halt die Vertragsverlängerung machen, weil ich habe Angst vor den ganzen Klauseln, die da reinkommen können. 17 Uhr, gerade ist ein Fußballmanager 17-Part von Hertha veröffentlicht worden. Weiser bindet sich an Hertha. Gehalt 2,15. Freigabeklausel, Club Champions League 30 Millionen, bei Abstieg 15 Millionen. Das ist verträglich. Okay. Ja, die sprechen natürlich direkt die Klausel an. Ja, ich sag einfach mal, das wird sehr wahrscheinlich Interessenten aufrufen, aber deswegen muss er ja nicht wechseln, ne? So, jetzt gehen wir mal auf Mitarbeiter. Dann gehen wir auf Aufgaben. Und dann gucken wir mal, übernimmt. Vertragsverhandlungen, genau, das bleiben weiterhin wir. Also hat er wirklich nur diese eine Verlängerung angenommen, das ist gut. Wie gesagt, wir konnten uns mit dem Berater nicht einigen und das hat jetzt der andere gemacht, der Preetz, und dann passt das. Dann ist das fein für mich. Und Weiser hat seine Vertragsverlängerung bekommen, alles super. Woodburn hat getroffen, sehen wir hier, ich zeige immer mit dem Finger drauf. Sehr clever. Herthas Angebot für Messenhöhler wurde akzeptiert, das ist gut. Stammkeeper würde ich aber nicht unbedingt sagen. Eher Ergänzung. Extremely disinterested, okay. Zweifelhaft, der will Stammspieler sein, okay. Dann sage ich ihm das erstmal, aber ich glaube nicht, dass der so schnell Stammspieler wird. Loyalitätsbonus 250, genauso wie die Beratergebühr, Freigabeklausel bei 15 Millionen. So, Wert durch Berater begrenzt 5,25, das ist nicht so viel. Den können wir auch nicht mehr ausschließen. Ey, das kotzt mich an, dieser Berater. Aber egal, Hauptsache wir hätten ihn dann. 2,4 Millionen. Thomas Kraft ist 3,1 wert. Ich würde ihn gern auf die Transferliste setzen. Ich beantworte selbst. Und ab 2,5 würde ich gern reden. Jetzt wird er wahrscheinlich mit uns meckern, aber es ist nicht so schlimm. Ich muss ein bisschen zukunftsorientierter planen. Scout-Bericht über Villarreal, da gehe ich definitiv wieder auf Abwehrarbeit. Die dürften stärker sein als wir. Kraft meckert noch nicht, das ist sehr seltsam. Aber es hat auch noch kein Verein Interesse an ihm. Ich hoffe, das kommt noch rein. Und wenn Messenhöhler dann kommt, dann kann ich damit sehr gut leben als Ersatzkeeper. So, ein Kampftrainingsbericht. Er hat sich in den letzten 2 Monaten um einiges verbessert. Abschluss ist aber noch ein bisschen weniger.
Macht beträchtliche Fortschritte bei seiner Kraft und zeigt kleine Balance, entwickelt sich sehr gut im Training, profitiert vom Trainingsfokus und ja. Kraft, ja, muss er auf jeden Fall verbessern, sonst wird das in der Bundesliga schwierig. Duda unterschreibt auch einen neuen Vertrag, sehr schön. Das mit Weiser ging aber schneller, ne? Just saying. So, was haben wir hier? Irgendwelche, Duda sichert sich einen neuen Vertrag. Werd ihm mal eine Chance geben. Also Duda hat jetzt schon ein paar Mal gespielt. Sagen die Fans irgendwas über Mesenhöhle? Schauen wir mal. Duda hat den neuen Vertrag unterschrieben. Da sind die Freigabeklauseln auch in Ordnung. Hertha-Spieler in der Elf der Woche. Arne Meyer hat doch gar nicht gespielt. Das ist manchmal so dumm. Arne Meyer war im letzten Spiel richtig stark. Aber in diesem hat er ja ausgesetzt. Also da haben wir einen Fehler entdeckt, Freunde. Ich meine, gegen Augsburg war er nicht im Kader. Bin ich mir recht sicher. Keita fehlt in der Partie gegen Liverpool. Jetzt spielt auch noch RB Leipzig wirklich gegen Liverpool. Das ist krass. Shelbred verlängert auch. Also wir haben so langsam Sicherheit im Kader drin. Alles wird ein bisschen teurer, aber ist halt so. Wenn wir doch vielleicht wieder irgendwie international reinkommen, dazu müssten wir aber die Ergebniskrise langsam wenden, könnten wir uns das leisten. Frage ist, wenn wir nicht international stehen. Shelbred, neuer Vertrag ohne Ausstiegsklauseln, das ist alles gut. Messenhöhler Transfers von Union zu Hertha verschieben. Der Transfer wurde auf Eis gelegt, nicht die Mittel, den Transfer abzuschließen. 2,7 müssen von Hertha Transferbudget in Höhe von 1,2 abgezogen werden. Transfer um eine Woche verschieben. Verschieben wir mal, können wir denn das Budget anpassen? Gehaltskosten betragen derzeit 39 Millionen. Okay. Okay, hat geklappt. Wir haben ein bisschen mehr Gehaltsbudget bekommen. So. Bestätigen. Scouting. Sehr interessanter Spieler natürlich, aber können wir uns aktuell auch nicht leisten. Die wollen den nicht verkaufen. Wollen nicht verkaufen, er hat kein Interesse.
Scouting Budget. Wie war denn das mit dem Scouting? Hier war das, ne? Gehen wir mal nach Deutschland und hier auch nach Deutschland. 97.000 müsste dann ja passen, ne? Budget minus 10.000. Transferbudget, Okay, guck mal. Das ist die erste Sache, die ich durchgebracht habe beim Vorstand. Taktikratschläge, tschüss. Viele Zuschauer erwartet. Hertha trifft auf Villarreal. Bruno ernst nehmen. Wir haben erfahren, dass Ihnen ein deutlich erhöhtes Gehaltsbudget zur Verfügung gestellt wurde. Können Sie das dann etwas über das Verhältnis zum Präsidenten erzählen? Genau. Wollen wir natürlich direkt den Präsidenten loben, dass er das gemacht hat. Alles super. Ich hoffe, wir haben jetzt das Geld, um dann den Mesenhöhler-Transfer abzuschließen und dann vielleicht nochmal durch den Verkauf von Kraft ein bisschen Geld reinzubekommen. Vielleicht sollten wir auch mal Esswein und Co. auf die Transferliste setzen. Pressekonferenz. Konnte sich bei seiner Pressekonferenz nicht zurückhalten, als es um ihre Person ging. Denken Sie, dass das Psycho zwischen ihren beiden möglicherweise die Oberhand hat? Nach dem Sieg im Auftaktspiel ist das jetzt die Chance, die Kontrolle in der Gruppe zu übernehmen. Was sagen Sie zur Vertragsverlängerung von Schellbrett? Per ist ein Spieler vom höchsten Format und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass das eine großartige Neuigkeit ist. André Duda ist natürlich noch ein bisschen besser. Mitchell Weiser ist wunderbar. Ante Sovic, die 4-2-3-1-Taktik kommt so langsam. Hier hat keiner so richtig gut gespielt. Japan-Trainer hat Genki Haraguchi berufen. Ja, und ich gucke jetzt nochmal, dass ich ein paar noch auf die Transferliste setze. Wir müssen unseren Kader doch ein bisschen umstrukturieren. Valentin Stocker würde ich erstmal gerne behalten. Bei Lustenberger weiß ich nicht so recht. Da will ich zumindest es möglich machen, auf Transferliste und bei 5 Millionen würde ich sagen, erstmal nur auf die Transferliste setzen. Ich weiß, jetzt werden wieder viele ankommen und sagen, ey. Peter Pekarik, da hätte ich auch gern einen jüngeren über Dauer. Lustenberger können wir uns so und so leisten, weil wir Arne Meyer haben. Auf Transferliste, wir müssen jetzt gucken, dass wir ein bisschen Geld generieren. 3 Millionen fangen wir an. Kraft haben wir schon. Esswein wollte man noch setzen auf die Transferliste. Wenn Köln Interesse hat, vielleicht wollen die den hier haben. Ab 5 Millionen bin ich gesprächsbereit. Lieber FC. Lecky Mukta Haraguchi wäre noch so einer, wo ich vielleicht sage, vielleicht könnte man da auch mal überlegen, wenn die Ablösesumme stimmt, 7,5 aufwärts, das ist er für mich eigentlich nicht wert. Da fehlt so ein bisschen das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Stocker hat eigentlich bisher schon überzeugt, muss ich sagen, also den behalte ich auf jeden Fall erstmal noch. Guck mal, ob noch was hier reinkommt oder
ob wir die dann irgendwann mal aktiv anbieten müssen. So, Haraguchi geht demnächst auf Länderspielreise, ist der Einzige, der geht. Ja, und jetzt kriegen wir hier die Ergebnisse von der Ajax U19 und PSG U19, weil wir von denen halt Spieler scouten. Das ist, wie gesagt, das, was ich gut finde. Und ich hoffe, mit der Senkung des Scouting-Budgets und so weiter kriege ich auch wieder ein bisschen Geld rein. Aber noch ist davon keine Nachricht zu lesen. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Wie gesagt, ich mache mit vielem auch das erste Mal Erfahrung. So, Mach für die polnische U19, Darida für Tschechien, Stocker für die Schweiz, Urtese wieder, Ibisevic, Jahrstein, Duda und Pekarik. Keine Überraschung also. Aber leider auch wieder viele Spieler weg. Plattenhardt und Weiser leider noch nicht bei Löw auf dem Schirm. Das ist sehr schade. So, Davy Selke immer noch nicht. Aber immerhin der einzige Spieler, der nur noch drauf ist. Also langsam nehmen unsere Verletzungen, die nehmen ab. Unsere Form ist ehrlich gesagt bescheiden. So, jetzt dann ein bisschen rotieren. Thomas Kraft kommt wieder rein. Pekarik kommt auf jeden Fall rein. Lustenberger kommt rein. Arne Meyer rückt wieder rein. Warum macht er das manchmal nicht? Stocker kommt rein. Lecky Eder. Nicht ganz so. Macht schon wieder nicht gemacht. Was ist denn los? Schieber noch verletzt. Selke noch verletzt. Toro Nariga kommt rein. Reke kriegt jetzt mal eine Pause. Mittelstädt kriegt auf jeden Fall seine Chance. Plattenhardt braucht die Pause eh auch. Lazaro ist langsam auch fit. Kommt mal rein für Haraguchi. Duda wieder für Mukta, oder? Ne, wir lassen Duda für die Bundesliga, ist wichtiger. Und Esswein fängt mal vorne im Sturm an, auch wenn er es nicht unbedingt wirklich kann. Wie gesagt, hier geht es darum, erstmal so ein bisschen Spielpraxis zu vermitteln und ein paar eine Pause zu geben. Mittelstädt passt mal gleich in der Rolle auch an. Niklas Stark spielt hier den defensiven Innenverteidiger auf Verteidigen. Toru Nariga auf Vorstopper, damit die nicht auf einer Höhe sind. Maxi Mittelstädt den Außenverteidiger auf Angreifen. Arne Meyer vorgeschobener Spielmacher. Lustenberger übernimmt wieder das Verteidigen. Lazaro passt da bestens rein. Muck da auch. Stocker wieder Raumdeuter. Und Esswein macht den falschen Neuner. Muss ja eigentlich nur die Dinger machen. Ich weiß, komische Aufstellung, aber ich will ein bisschen rotieren und ist jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich, dass wir dadurch gegen Villarreal gewinnen werden, aber ich konzentriere mich ein bisschen mehr auf die Bundesliga gerade aktuell. Wenn wir gegen Villarreal einen Punkt holen, wäre ich damit sehr zufrieden. Also sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat, ihr mit meinen Sachen einverstanden seid. Ansonsten, wenn ihr irgendwas, Lob, Kritik, Anregungen habt, dann in die Kommentare. Wenn ihr wisst, wie ich besser beim Vorstand Sachen einfordern kann, ob es da so einen geheimen Trick gibt, dann bin ich dafür gerne offen. Ja, und ansonsten Abo dalassen, um kein Video zu verpassen. Schaut in die Videobeschreibung, dort ist auch ein Link für den Football Manager 2018, falls ihr den euch auch kaufen wollt. Dann kriegt ihr das Spiel erstens günstig und zweitens kriege ich davon einen ganz kleinen Anteil. Wenn ihr mir also was Gutes tun wollt, könnt ihr das darüber tun oder schaut direkt auf meine Homepage hielfakti.de/blog und dort wird ein bisschen Werbung in den Texten eingeblendet. Alle YouTube-Videos sind dort auch anzusehen. Und gerade die Werbung in den Texten ist ganz wichtig, denn dafür kriege ich dann ein bisschen bessere Auszahlung, als das auf YouTube der Fall ist, weil es halt meine Homepage ist.
Und außerdem gibt es auf meiner Homepage links oben immer noch die Möglichkeit, via PayPal mir einmalig oder auch gern öfters einen Beitrag spenden zu können. Geht ab 1 Euro los, geht glaube ich bis 50 Euro und würde mir sehr helfen, mich stetig zu verbessern und irgendwann mal auch einen PC auf lange Sicht zu holen. Einen neuen, weil der hier macht es nicht mehr lange. Aber wie gesagt, erstmal sind ganz andere Sachen wichtiger, wie zum Beispiel die neue Render-Software, Komponenten für den PC und neues Mikro vielleicht irgendwann mal. Internetkosten müssen gedeckt werden, der Server muss demnächst wieder bezahlt werden. Also würde ich mich durchaus freuen, wenn ihr da eine Spende da lasst und ich wüsste damit durchaus was Sinnvolles fürs Let's Play anzufangen. Irgendwann, wenn ich dann auch mal irgendwann in langer, langer Zeit einen neuen PC habe, werden dann auch ganz, ganz viele Gewinnspiele für gekauft werden. Aber wie gesagt, ihr müsst verstehen, der neue PC ist erstmal wichtiger. Aber das ist so ein langes Ziel, weil ihr könnt euch ausrechnen, wenn man halbwegs soliden Gaming-PC haben will, das dauert ein bisschen. Ja. Dann habe ich jetzt, glaube ich, alles gesagt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao und danke für eure Unterstützung.